Moin und herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video. Heute haben wir ein Set von Panbo The Office mit der Nummer 7702. Dort sehen wir das. Ist Design von Osa Young. So sieht das Set aus. Das ist ein Bürogebäude mit drei Ebenen. Wir haben hier das Erdgeschoss, erste Ebene und zweite Ebene. Hier haben wir nochmal so Anlehnung von einem Gebäude. Ich finde es cool. Und so sieht die Anleitung aus. Alles schön in Farbe. Manchmal ist es nicht ganz einfach, die Brauntöne zu unterscheiden. Aber das geht. Genau, im Gesamt haben wir 180 Seiten. Hier hinten sehen wir auch schon, dass ein LED-Set dabei ist. Das habe ich aktuell noch nicht eingebaut. Ja, aber die Anleitung, sonst gibt es nichts zu meckern. Was richtig cool ist, finde ich, wir haben hier jede Menge Fensterscheiben. Auch hier oder auch hinten. Überall sind Scheiben. Und die Scheiben sind bei dem Hersteller, wo ich es her habe, auf jeden Fall alles in kleine Tüten eingepackt. Es waren noch mehr Tüten, die sind alle einzeln eingepackt. Klar, auch ein paar Scheiben auch zusammen in einer Tüte. Aber da kratzt nichts hin und her, muss ich echt sagen, echt top. Ich hatte schon gelesen gehabt beim Aufbauvideo, dass der Kommentar kam, dass die Klemmkraft nicht so gut sein soll. Kann ich in dem Fall jetzt nicht bestätigen, weil das war echt super, das Set. Egal, was ich gebaut habe, der Klemmkraftschwierigkeit kann ich hier nicht, also das kann ich nicht bestätigen. Also definitiv nicht. Vielleicht habe ich einfach nur Glück gehabt, habe ein Set vielleicht aus einer anderen Serie bekommen von der Produktion. Das kann natürlich ja schon sein. Das Set hat 3828 Teile, hat eine Altersempfehlung von 6 Jahren, aufwärts natürlich. Aktuell gibt es auch bei deutschen Händlern gibt es das Set für knapp 180 Euro. Ich selber habe es aus Fernost halt ohne Verpackung bestellt. Ich hatte, glaube ich, so 125 Euro bestellt. Da ihr verlinkt es auch gerne, könnt ihr dann direkt draufklicken und dann könnt ihr es auch bestellen, wenn ihr möchtet. So, wollen wir nochmal die Maße einmal durchgehen. Leider habe ich heute nicht meinen Zollstock oder meinen Gliedermaßstab, den ich sonst immer habe. Ich weiß nicht, wo die Kinder den versteckt haben. So, wir haben hier eine Breite von 25,5 cm. Eine Tiefe, genau das gleiche, auch 25,5 cm. Und eine Gesamthöhe von... Ja, 33,4 cm oder 334 mm. Also alleine die Idee von dem Büro finde ich super. Also ist mal was ganz anderes. Ich freue mich schon, dass wir uns in die Klemmbausteine statt mit einzubauen. Genau, da nochmal der Hinweis. Es ist kein Lego. Es sind Klemmbausteine, die kompatibel sind mit dem dänischen Hersteller. Ganz wichtig. Genau, zurück zum Haus. Also vom Design her finde ich es super witzig. Hier vorne haben wir so eine kleine Mülltonne, die umgekippt ist. Man sieht, die Essensreste sind rausgefallen. Die Katze kommt vorbei und will das alles aufessen. Hier vorne haben wir jetzt eine kleine Treppe zum Reingehen. Zwei kleine Bäume. Und hier an der Seite was Rotes. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Aber gut. Hier vorne haben wir so eine Schiebetür. Man kann die hier so aufschieben. Dann haben wir so eine Schiebetür. Das sind halt drei Elemente. Dann kann man die auch wieder reinschieben. Zack. Hier haben wir eine Straßenlaterne. Hier so ein Kasten. Weiß ich gar nicht, was das sein soll. Jetzt habe ich gedacht, das ist ein Briefkasten oder... Ich weiß nicht, aber da an der Seite. Und was auch sehr schön ist, ist hier mit so einer Regenrinne, die hier so runterläuft und in diesen Abfluss, in den Gulli. Genau, von hinten haben wir das einmal. Hier haben wir einmal so eine Klappe, die wir öffnen können. So, dann zeige ich aber einmal auch die einzelnen Ebenen.
Ich hatte das vorhin schon angesprochen, habe jetzt auch ein Lichterset dabei, habe ich aktuell noch nicht eingebaut. Das ist wieder so ein kleiner Kasten hier, so ein Batteriefach mit ein paar LEDs bei. Da sind extra Klemmbausteine dabei, womit man das Kabel befestigen kann. Das mache ich dann wieder im separaten Video. So, nehmen wir nochmal die obere Ebene ab. Hier haben wir mal so ein kleines Dach. Nichts Wildes. So sieht es aus von innen. Ja. Hier haben wir die nächste Ebene. Hier haben wir einen Schreibtisch mit zwei Bürostühlen. Man sieht auch hier, es sind alles wieder Prints, keine Aufkleber dabei. Auch auf der anderen Seite sieht man auch die Prints. Genau, das ist wohl das Vorbüro vom Chef, weil der Chef selber hat hier oben sein Büro drin. Das kann man so rausziehen, wenn man möchte. So, zack. So sieht das. Ich muss das Dach abnehmen hier. So sieht dann das Büro vom Chef aus. Auch wieder alles Prinz. Auch hier an der Seite. Also es war nicht ein einziger Aufkleber dabei. Also von den Details her finde ich das echt super. So, gehen wir mal weiter. Oh, dieses kann man hochnehmen. Und dann sieht es so aus. Auch hier wieder ganzen Prints mit einer kleinen Lampe. Jede Menge Telefone in dem Bürogebäude. Hier sieht man das. Hier sitzt der Supervisor an dem Platz hier vorne. Sieht man sein Schild. Auch wieder mit Schubladen. Was ich richtig cool fand, oder nicht cool fand, ich finde es immer cool. Hier haben wir sogar so einen Fotokopierer und den kann man aufmachen. Und das wird jetzt so eine Glasscheibe hinter, genau wie auf einem echten Fotokopierer. Das finde ich super witzig. Genau, haben wir hier noch eine kleine Küche. Da kann man aber auch noch mal reingucken, weil man kann das von der Seite einmal aufmachen. Dann sieht das nämlich so aus. Dann kann man schön in die Küche reingucken. Das ist wahrscheinlich auch so eine Sitzecke, wo man ein bisschen rumchillen kann. Auch alles dabei, eine kleine Kaffeemaschine. Ein Wasserspender, ich auch so eine Milchtüte angedeutet. Ich finde das mega cool. Auch hier wieder irgendwelche Unterlagen, Bücher, Ordner. So, dann haben wir das Hauptgebäude oder halt das Untergeschoss. Das ist auch cool. Hier vorne kommt man rein, ist der Eingang. Und dann sieht man schon, na, ich drehe das mal ein bisschen, Rezeption da unten. Dann haben wir weiter hier unten einen Besprechungsraum drin. Das ist auch cool gemacht. Was ich richtig mega nice finde bei dem Set, hier unten ist so ein Schieberegler eingebaut. Wenn der so ist, nach rechts, dann ist das fest. Mache ich den nach links, kann ich es aufklappen. Und dann sehen wir den Schulungsraum nämlich deutlich besser. Und können damit auch spielen. Oder die Kinder. Voll cool. Zack, zumachen, Schieberegel, fest, auf und wieder aufschieben. Finde ich mega cool. Auch, dass wir hier unten so einen Wartebereich haben, wenn irgendwie Gäste kommen, die ins Büro wollen, wenn die noch warten müssen auf irgendeinen Termin, haben wir hier eine Garderobe mit einer Sitzbank und einen Stuhl und noch was zu lesen. Ja, und so sieht das Set aus. Wie gesagt, von irgendwelchen Problemen mit Klemmkraft oder so kann ich nicht bestätigen. Es fällt auch nichts auseinander. Also ist echt top. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich Glück gehabt. Oder andere Leute hatten Pech. Wie auch immer. Genau, dieses wird eigentlich hier so reingeschoben. Da sind an der Seite so zwei Schiebeteile. Und hier sehen wir das auch. Dann können wir das mich hier so auf der einen Seite und da auch. Und dann kann man das mich so reinschieben. Na. So. Dann haben wir wieder die kleinen Dächer. Ist es richtig rum? Oder falsch rum? Ich weiß gerade gar nicht. Hier muss hier, glaube ich, so sein. Nicht?
Genau. Und der kommt hier oben einfach drauf. Zack, zack. Und so ist das Haus wieder zusammen. Also. Jetzt. Also. Ein mega cooles Haus. Man hat viel zu entdecken, wenn man das baut. Viele kleine Details. Ich kann es echt nur empfehlen, das Haus. Also vor allem auch zu dem Preis. Wenn man überlegt, man zahlt knapp 130 Euro, wenn man das so aus Fernost bestellt. Oder auch, wenn man das aus dem deutschen Handel bestellt, für 180 Euro, sogar mit der Verpackung. Für 3.800 Teile, ein mega Preis und es macht mega viel Spaß. Und wenn man mal überlegt, wie lange ich gebaut habe, ohne dass man extrem viele Steine sortieren musste, weil das war ja doch mal per Bauabschnitt, waren die Türen noch sortiert. Ich würde sagen, ich habe mich schon recht beeilt. Aber so zwischen 8 Stunden und 10 Stunden hat man da echt Spaß bei. Und man entdeckt immer wieder irgendwas Neues. Das finde ich halt das Coole an diesem Set. Also wie gesagt, wenn euch das Set gefallen hat und ihr habt noch Platz für ein weiteres Haus bei euch in der Stadt oder in eurem Regal, kauft es euch. Ihr werdet echt Spaß dran haben. Mehr habe ich gar nicht dazu zu erzählen. Jetzt werde ich nochmal das Lichter-Set einbauen und euch ein kleines Update darüber geben. So, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Video. Ciao.